Nice. Nach Zürich wäre auch noch mal ganz interessant. Vorratstank. Tank. Das war auch mal ganz nett. Das ist wirklich ganz gut. Jupp, Borussel. Nach Wien können wir auch mal fahren mit Blumenkohl. Noch mal ganz kurz so durch, ob ich noch was Witzigeres finde, aber momentan nicht. Aber von Luxemburg, Paris, ja, mal interessant, ne? Schokolade, Schokolade esse ich gerne. Ein paar Schokolade. Oder? Nee. Na gut. Machen wir Luxemburg, Paris. Aktueller Auftrag, Schokolade. Und in der Nacht. In 5 Stunden, das heißt, wir sind um 3.30 Uhr da. Das heißt, es ist eine schöne Nachttour, Leute. Das ist mal sehr schön, da freue ich mich. Was ist denn hier? So. Ist ja niedlich an. Hört ja putzig an, das Geräusch. Wenn ich den Gegenverkehr ballern. Das mache ich nur einmal. Und dann war es das für mich. Ich hab gebremst. Oh, wenn du neu wenn du spiel gebremst hab. Ah, dumme Fehler. Egal. Aber ich krieg das in mein Geld. Das ist ja schön, man kriegt trotzdem dein Geld. Weniger, wenn man Pech hat. Aber gut, es sind ja sowieso abgezogen. Weil kriegen wir es hin, dass den Scheiß ja heil abzuziehen, dass wir dafür jetzt keine Strafe zahlen müssen. Ah gut. Aber den Truck finde ich irgendwie auch ganz nett. Ah ne, hier kann ich gleich, okay. Ja, wenn wir einmal auf der Autobahn sind, dann geht es ja auch wieder relativ schnell. Also ich denke, wir gehen dann ins Licht und kriegen trotzdem eine Strafe. Ich werde heute nicht verschont, Leute. Ich werde heute nicht verschont.
Ich dachte, ich hätte euch Glück, verschont zu werden, aber nein. Wir fangen schon französisch an, also sind wir schon auf dem richtigen Weg. Eine klare Nacht hätte ich mir eigentlich mal, wäre aber auch schön gewesen, muss ich sagen. Aber gut, geht auch so, aber eine klare Nacht. Klare Nacht wäre schön gewesen. Liebe, ich mag eine klare Nacht. Obwohl das auch ganz cool, aber klare Nacht am liebsten. Wow! Okay, das war mal abgeschätzt. Also, da will ich schon sagen, da hat jemand doch mal richtig gut abgeschätzt. Also, muss ich ja. Ah, nee, doch nicht. Was für der denn? Holy, holy. Junge, der wechselt eine Spur wieder zum Mitnehmen. Wie wird der denn? Okay. Bisschen übermüdet, Herr Kumpel. Herr Kollege. Ganz im Vertrauen, bist du übermüdet. Also, das war. Also, das war schon eine. Das war schon eine haarscharfe Bremse, Leute. Und die kam schon nicht zu knapp. Oh, 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 oh. Die hätte ich den Wagen, ey, der hätte ihn bald hinten einmal voll drauf geballert, aber war ja noch genau in der. Das hatte ich auch genau abgeschätzt, ne? Man hat den Wagen schon gesehen, das war es nicht, nur immer. Wie fährt denn der da mal? Hier nach da, gleich hier nach da, oder wie? War da Angst schon mir. Ja, ich überhole ihn mal lieber. Ach. Hat. Der ist mir reingefahren. Der ist mir eindeutig hinten reingefahren. Das ist nur ein Blechschaden. Ja, da muss ich dann rüber, da komme ich auch nicht mehr. Okay, wie war es denn mal? Ich fahre sicher. Naja, gut. Ich fahre schon sicher mit Ausnahmen. So. Aber der fährt auch total behämmert hier, der mit einem Blink, Blinke, Blinke. Ja, wie fährt denn der? Ich verfolge den mal ein bisschen. Wie fährt denn der? Wenn er so die Maut ballert, dann lache ich. Wie fährt mein Kollege denn hier so? Gut, muss sogar keine Maut zahlen. Ah, sehr schön. Hey Kollege, warte! Oh Gott, da tummelt sich immer alles. Weil natürlich immer hier Maut und weil immer Maut und so. Da bremsen dann einmal alle.
Aber ich als perfekter Autofahrer, ne, ich muss mir gar keine Sorgen machen. Ja, dann fährt der denn damals? Ist er Fahranfänger? Na gut, Wind fährt sicher. Ich fahre auch sicher, mit außen. Na gut, den soll ich vielleicht nicht rammen. Dann jagen wir uns allen hier in die Luft. Jage ich in die Luft, jage ich mich in die Luft. Das wollen wir nicht. Das wäre echt aus dem super GAU. Ah, der klares Wetter. Ist nie wieder passiert. Ah, bestimmt, der ist bestimmt scheiße gefahren. Also nicht so wie ich, einen Unfall fragen würde. Der ist bestimmt richtig unfallfreudig gefahren. Aber mir passieren zum Glück immer nur kleine Unfälle. Bis jetzt ist noch keiner gestorben. Also, glaube ich. Ich mache ja mal Fahrerflucht, das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber ich gehe davon aus. Dann mach mal eine Pause. Das würde dir gut tun. Genau, mach mal eine Pause, Kumpel. Viel Spaß damit. Ich fahre die Nacht natürlich durch. Ich bin hochmotiviert. Ich bin LKW-Fahrer mit Verantwortung. Ich fahre euch durch. Die Ware muss pünktlich kommen. Hier wird kein Nickerchen gehalten. Aber Nachtfahrt ist halt auch echt schön, ne? Oh, noch eine Maut? Nein. Nicht nur Maut. Ich mag Maut nicht. Ah, ja, hoffe nicht. Weil es leuchtet mir nicht schön. Das ist das einzige Schöne an der Maut. Mal von 44 Euro durch Arbeitgeber bezahlt, ja. Sehr freundlicher Arbeitgeber, ey. Ich habe einen sehr freundlichen. Ey, was er mir alles bezahlt hat schon, ey. Ist ein sehr, 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 sehr toleranter Arbeitgeber. Ja, weil mit einem der besten Arbeitgeber, die man sich wünschen kann, aber hey. Aber LKW-Fahrer sind ein Job mit Zukunft. Den kann kein Roboter ersetzen, obwohl. Irgendwann werden wir aber so Geister-LKWs haben. Einfach so wie Kit. Knight Rider. So. Aber so Geister-LKWs. Die einfach fahren ohne Fahrer und dann wundert man sich, warum die alle tot waren. Dann kommt so die Technik, übernimmt uns. Schupe. Ich habe mir noch nie eine Lichtschupe hier angeguckt. Ich wollte einmal was ganz anderes gucken. Ich will mal eine ganz kurze Kleinigkeit gucken. Motorbremskraftwerk. Oh no. Nicht gut. Ich bin Lichtschuppe.
Hallo. Lichthupe. Also ich sehe, kommen wir schon. Kann ich immer schon alle Leute anleuchten. Guck mal, da ist mein Kollege. Erst darf er in Reims. Ah, geil. Ich wollte schon mal nach Reims. Kann man so gut die Reime lernen. Ach ja. Boah, ach Leute, ach, gib doch mal Gas. Gib doch mal Gas. Jetzt gab die Lichthube weg, ab die. Wir werden im Fall, also war da vorne auch noch alles. Oh nein. Ich will doch aber Auto fahren und nicht Auto schieben. Das ist das Gegenteil von Auto fahren. Ja, die Leute, also Auto schieben, das kann ich auch zu Hause. Na gut, jetzt hält er ihn schneller. Oh Scheiße, lohnt es nicht. Nein, krieg ich den. Der bremst der ab. Ah, Moment. Ja. Das wird jetzt ein knappes Duell zwischen uns beiden, wenn wir beide auf Höchstgeschwindigkeit sind. Nein! Nein! Oh Gott, ich muss rein. Wir gewinnen. Es geht hier nur um Sieg. Es geht hier nicht um Sicherfahren, Leute. Da ging jetzt. Anfangs ist Gebühr ist am Ende. Ah, okay. Ah, 90 Minuten. Ach, dann sind wir da. Und wir dürfen nur 80 fahren. Kann ich mal 90 fahren, dann muss ich darauf nicht achten. Aber 80 ist auch noch okay. So 85 ist am besten, aber 90. 90 ist geil. 90 ist für dich. Zucker. Ja, ist doch diese Amnesia Rebirth vor der rausgekommen, ne? Ne, wann ist das noch nicht rausgekommen? Ja, genau. Sowas wäre ja auch cool im Stream, ne? Irgendwie so ein Stream. Dann zocken wir mal Amnesia Rebirth. Das wäre ja für einen Streamer gar nicht mehr übel. Hallo. Es wäre für einen Stream doch mal echt geil. Aber gut, müssen wir gucken. Und dann Machine for Picks müsste ich vielleicht einmal vorher durchspielen. Weil ich auch nicht, wie viel so ein Horror-Stream halt Sinn macht ohne Facecam. Und morgen komme ich ja nicht zum Stream, und morgen muss ich auch wieder aufnehmen. Das wird nichts. Also wenn, dann würde ich halt schon mit ihm einen festen Tag haben. Wäre zu Freitag oder so. Mal gucken. Mal gucken. Oh, bin gleich da. Ach du, bin gleich da. Oh Gott, ging die Fahrt schnell. Der blinkt gar nicht gut. War nicht gut. Ach. Scheiße. Oh nein,
Das ist ja Eingabe, Eingabe, Eingabe. Okay. Ah, oh, wir sind gleich da, Leute. Ah, wie schön. Ah, wir sind gleich da. Haben wir die nächste Fahrt ja wieder geschafft. Ey, das geht aber so schnell, ne? Man fährt einfach und man schon da, gefühlt. Ich glaube, drei Fahrten haben wir jetzt schon gemacht. Krass. Ja, es ist halt ein Game zum Festsuchten, meiner Meinung nach. Oh nein, na, nein, nein, oh, verdammte Hühnerkacke, ey. Ich hier rauf, ne, ja. Du musst nicht noch gerade ausfahren, ne, verfahren wir komplett, ah. Nur weil er irgendwie Polizeieinsatz sein muss. Na gut. Die paar Minuten habe ich auch noch mehr Zeit. Ausnahmsweise. Dann lässt sie wieder runter, oder wie? Ja. Oh Gott, das ist bescheuert. Danke, du Arsch. Hier kann ich jetzt so scheiße fahren. Ja. Wird. Ich hab ja. Oh nein. Oh Leute. Nein, ich hätte nochmal im Kreis fahren müssen. Verdammt, warte, warte, warte. Shit. Ah, das kriege ich hin. Oh, hoffentlich kann man hier mal kurz abkürzen. Mein Warnblinker an. Oh, ich habe keinen Bock, nochmal 3 Stunden hier zu fahren an dieser Strecke. Oh, Mist. Ja, was? Ach, scheiße. Den gebraucht man, ah, Mist. Egal jetzt. Hallo. Ich will mich nicht aufmachen.
jetzt mal vor, die ganze ran. Niemand, ja. Jetzt komm. Genau. Da habe nämlich eine kleine Idee, hoffentlich geht die auf. Nein, warum? Alter, als ob jetzt kommen. Hallo. Hallo, ich will meine Maut bezahlen. Oh Leute, ich will meine Maut bezahlen. Guten Tag. Vielen Dank. Guten Tag, meine Maut. Hallo. Mach doch mal eine scheiß Schranke auf, Kumpel. Ja, danke. Ich will hier raus. Danke. Mal die umfahren. Kann man nicht. Nix nicht hin, ne? Nein. Toll. Oh Mist, ich komme nicht auf die andere. Komm da nicht hin, ne? Ne. Ich muss den Weg mal abfahren, oder wie? Mist, ich versuche gerade einfach mal eine. Toll. Na gut, 5-6. Müssen wir nochmal abfahren. Wow. Okay, wie lange haben wir noch Zeit? Ja gut, wir haben nur 13 Stunden. Na gut, 13 Stunden habe ich, Leute. Restzeit steht da, okay, dann werde ich jetzt. Ja, gut, ja, das muss ich jetzt machen. Mist, ich muss so scheiße fahren. Oh mein Gott. Ist jetzt hier so super angeboten, ne? Aber nein, aber nein. Egal. Auch noch eine extra Runde. Ich darf vielleicht. Ich geb die Hoffnung noch nicht auf, Leute. Ich geb die Hoffnung noch nicht auf. Gut. Sowieso vollkommen übermüdet, wie ich das gerade sehe, oder? Was? Aber willst du mich eigentlich noch mal verarschen? Ein Scheißauftrag. Oder Pech. Nur Pech, Leute, nur Pech. Genau. Machen wir eine Ruhepause. Bringt ja auch nichts. Okay, wie lange haben wir noch Zeit? Ach, 3 Stunden, werden wir noch fahren. Hallo, fahr doch zu, Mensch. Und wie lange haben wir noch fahren? 2:40. Habe ich eine Stunde plus nur noch. Ach du Elend.
Okay, eine Stunde plus, weil das müssen wir jetzt nutzen. Der Auftrag ist sowieso schon irgendwie im Arsch. Ah, oh Gott. Ja, schön. Jetzt gibt ja, ja. Oh Mensch, also jetzt gerade bin ich ein bisschen angespannt. Weil es eine scheiß Fahrt ist. Nur Unfälle irgendwie. Oh Gott, das da also hier war hier in der Fahrt, da war der Teufel dann gewesen. Da kann man ja das behaupten, in der Fahrt. War einfach der Teufel. Hier ist auch noch gerammt, ne? Wo muss ich denn, wie fahre ich denn? Wie fahre ich denn jetzt eigentlich? Ich fahre so, dann fahre ich so, dann bin ich. Ach, hier wende ich gleich und dann fahre ich wieder zurück. So eine Kacke, so eine Kacke, so eine Kacke. Aber gut, ich habe eine Stunde noch im Plus. Das ist ganz gut. Eine Stunde habe ich noch, Leute. Eine einzige. Also eine Stunde im Plus noch. Zwei Stunden müssen wir fahren. Eine Stunde bin ich tatsächlich noch im Plus. Das heißt, ich darf mir jetzt auch nicht. So eine Scheiße nicht nochmal erlauben. Oh, weil. Ich hätte noch eine Ausfahrt mehr nehmen müssen. Ich habe das nicht gesehen. Noch eine Ausfahrt mehr wäre alles gut gewesen. Ich hätte nochmal, glaube ich, dreimal im Kreis fahren müssen. Einmal hoch im Kreis und dann nochmal runter im Kreis. Und dann wäre ich da gewesen, wo ich hin wollte. Dann wäre auch alles gut gewesen. Ich habe nur eine davon verpasst. Ah, Mist. Umleitungen, Kacke. Ich bin den ganzen Zeitplan außer Ding. Wenn man so komisch fährt. Ich jetzt. Gut. Dann wenden wir da einmal. Im Glück geht es. Also fahren wir ins Zentrum, schätze ich mal, ne? Man muss ja. Ja. Einmal ins Zentrum, wieder hoch und dann. Ja, gucken wir mal das Zentrum an. Von dem hier, naja. So schlimm ist es nicht, aber es bringt schon so einen Zeitdruck mit sich auf einmal. Das ist es halt. Es ist schon irgendwie so ein. Oh. Hallo. Ich fahre jetzt hier. Oh, bitte lass mich einfach hier raus. Ja, Paris, da will ich hin. Weil das ist so eine schöne Strecke nach Paris. Ist wunderschön. Oh Gott, noch okay. Jetzt ist doch wieder alles gut. Oh Mist, ich ärgere mich, ne? Aber gut, ich hoffe, das klappt jetzt. Ich hoffe, es klappt. Wenn das jetzt klappt, ist gut. Aber hier hat auch Quercon ausgezeichnet. Was ist halt gerade los, ey? Ich kriege auch keine guten Routen zusammen heute. Heute nicht. Nee, heute nicht irgendwie. Warum auch immer. Ach ja. Denn ne, hier bin ich hier, haben die wieder. Oh Gott, haben die wieder zwei. Zwei Autos haben sich einmal liebevoll geküsst. Ja, es ist jetzt auch weg. Also es sind ja nur Pluspunkte. Ich hoffe mal, dass es da jetzt weg ist. Ist das jetzt da der Einsatz da?
erledigt ist und wir dann ja. Ah, hier ist wieder ein Warndreieck. Finde es aber echt cool gemacht, wie die Leute sich dann auch bewegen und das Auto dann untersuchen, was mit dem Wagen los ist. Das ist schon echt nice. Ich mag gerade keine Teils. Das ist immer echt ganz schön. Ach ja, Hallöle. Naja, aber jetzt ist ja wieder alles normal. Mal gucken, wie das wird. Nein. Scheiße. Mal gucken, wie das jetzt hier gewertet wird. Und der kleine. Sehr bald, was heißt sehr bald? Ich hab nur 2 Stunden Zeit. Jo, ich bin sogar Zeit rausgefahren, oder? Nee, nicht ganz. Okay, jetzt geht hier aber die Musik ab. Läuft, Leute. Aber jetzt bin ich gleich da. Vielen Dank. Oh ja, Paris, tolle Paris. Mit dem LKW nach Paris, ey. Eine Höllenfahrt. Nein. Wow. Ernsthaft. Was zieht sie noch hin? Ah, wie geil. Danke. Okay, diesmal habe ich nicht verkacken. Okay, Leute. Diesmal immer aufpassen. So, jetzt erstmal nach oben. Genau. Jetzt erstmal den ersten Kreis mitnehmen. Oh, bitte. Das habe ich jetzt nicht verkacken, Leute. Das habe ich jetzt nicht verkacken. Genau. Dann hier bleiben und in den zweiten Kreis mitnehmen. Ja, okay. Dann den zweiten Kreis mitnehmen. Ich meine, da hätte ich wenden können, ich voll posten. Ich hätte ja zurückfahren können, ein Stück. Oh Mensch, das war auch doof. Das war auch illegal gewesen, aber... So, und jetzt nochmal, ne? Ja. Und jetzt, oh Gott, nochmal, noch den dritten Kreis. Dann ist nämlich alles gut.
Ah, das hätte ich vorher machen müssen. Da hätte ich einfach, ja, den habe ich ja verpasst. Genau. Da habe ich ja da gerade ausfahren. Genau, das war der Fehler. Das war der Fehler. Das war der Fahrfehler. Aber egal, jetzt gehen wir locker hin. Das Spiel kommt die Ware auf jeden Fall nicht. Okay, noch. Okay. So fangen. Geschafft, Leute. Geschafft. Das hätte ich beim ersten Mal machen müssen, das wäre alles gut gewesen. Wenn wir ganz scheiße ersparen können. Den ganzen Blödsinn hätte ich mal ersparen können. Aber gut. So ist es. Müsste eigentlich auf YouTube, wenn man einen Slot für die Streams einrichten, dass die Live-Let's Plays mal die alten noch kommen. Ich habe immer noch zwei LPs hier offen, zwei Projekte, die ja noch auf meiner Festplatte sind. Also GTA 3 und Man Eater. Das habe ich ja halt durchgespielt und war jetzt aber noch nicht hochgeladen. Hier existiert noch ein Stream. Okay. Erwähnt die ich diesmal mal weniger schuld. Die Umleitung ist schuld. Also dann die Umleitung. Ey, wenn die Umleitung nicht gewesen wäre, dann wäre es gut gewesen. Wie schnell sind wir? Über 20 Minuten, siehst du? Über 20 Minuten. Sag nämlich da. Ja, da konnte man nicht rummeckern, ne? Der kriegt schon seine Ware. Der kriegt die schon. Boah, was für eine Fahrt, ey. Was für eine Fahrt, was für eine Fahrt. Boah, okay, ausgezeichnet. Aber dann noch ein ausgezeichnet. Achso, okay, die Länge. Wo ich doch relativ lang gebraucht habe, sagt er doch ausgezeichnet. Ja gut, okay. Ihre Entwicklung. Das ist wohl 7, das ist ja wohl 8, das ist wohl 9. Nice. Ja, nice, Leute. Ja, nice.